Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muddy-Member Neulingsrunde gegen den Terraner. Ja, gegen Terraner. Bin ich gerade wieder machtlos, ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich einfach nur, weil ich gerade zurzeit ein bisschen schlecht spiele, aber ist egal. Wir versuchen uns einfach zu verbessern. So, und spielen einfach eine Runde ein bisschen. Und ihr guckt zu. Das ist auf jeden Fall das Gute dabei. So. Wir nehmen eine späte Echse. Und müssen gegen Terraner auf jeden Fall durchgängig Probes bauen. Das ist eigentlich ganz wichtig. So geht's schon mal schnell. Und wir machen auf jeden Fall vorne nicht dicht, weil gegen Panzer ist das immer nicht so pralle. Eine schöne lange Map. Da kommt der Terraner auf jeden Fall ziemlich spät bei mir, bei uns an. So, wir haben ein Gas. Bedeutet auf jeden Fall erstmal kein Mech. Jetzt unseren Chor, Gas und eine Pylone. Und danach nehmen wir die Echse. Und noch kein zweites Gas. Kommt wahrscheinlich jetzt gleich mit dem Reaper. Oh, eine Echse oder was zuerst? Zwei ins Gas. Wir wollen zuerst den Stalker und dann die Echse. Eine reicht. Nehmen wir ein bisschen Reaper ab. So, die wollten wir eigentlich nicht verlieren, aber nicht schlimm. Und holen uns unten die Echse. Der Reaper könnte eigentlich nur von hier kommen. Zurzeit muss ich ein bisschen über den ganzen Tisch fahren mit meiner Maus. Ich weiß auch nicht warum. Wir sind eins mit den Schatten. Wir können echt nur von hier kommen. Theoretisch, ja. Dürfte auch nur. Und die Pylone vergessen. Ich bin die Stimme der Finstern. Ah, hat er fast verloren. So, jetzt kommen zwei Gates. Ich glaube, so langsam komme ich wieder in meine Bilder rein. Langsam. Ich bin ein bisschen spät mit meiner Pylone. Meine Maus spinnt irgendwie immer total noch rum. Ah, egal. So, jetzt kommt die Robo. Ihr habt nicht genügend So. Mineralien. Schieben sechs Stück nach unten. Die Robo ist auch zu spät. Auf jeden Fall muss ich mir nach dem Spiel mal meine Maus einstellen, da stimmt irgendwas nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, jetzt wäre Gas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Was der Gegner macht. Wo verbirgt sich der Feind? Ich durchstreife. Das ist ganz wichtig. So, Chronobusten jetzt unsere. Okay, er kommt. Ich Mit Aliens. ihr benötigt mit Forschung. Das wird wohl nicht reichen, was er da hat. Stehen lassen sie weg. Ich bin das Herz der So, da.
Sterblichen. So, und wir haben wieder viel zu viel Mineralien. Auf jeden Fall geht's, bauen ohne Ente. Nicht aufgepasst. Hier müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So viel hat aber jetzt noch nicht. Ist eigentlich ganz gut für uns. Lieber den Blink. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich hab auch so wenig Gas, ey. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Sollen wir jetzt mit Mineralien? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hab ich nicht noch Gates bauen wollen? Na gut. Mineralienfeld erschöpft. So, gucken wir, ob er schon eine dritte hat. Das bisschen wird noch nicht reichen, was er da hat. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, bauen wir auf jeden Fall denn die nächste. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Also eine dritte hat er anscheinend noch nicht. Das bisschen wird auch nicht reichen insgesamt. Was ist denn nur mit der Maus los? Wir werden ewig. So, jetzt müssen wir auf die 4, wie immer, nicht vergessen. So, danach kommt die Warp Prison. Und noch mehr. Was baut dann da? Kasernen. Das ist ziemlich hinten, glaube ich. Ehre, ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Echse. So, wenn Blink durch ist, geht's los. Nicht genügend Energie. Erschöpft. Auf jeden Fall jede Menge Panzer. So, wo ist mein Warp Prison? Da. Pylon. Ehre den Dalai. Echse. Ich würde sagen, wir warten noch eine Runde. Panzer sind nicht besiegt, ne? Wir dienen mit Stolz. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Nur die Gläubigen. So. Ich würde sagen, wir bleiben einfach an. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Forschung abgeschlossen.
geht's. Tja, das war's wohl, würde ich sagen. Na, das ist doch schon vorbei, mein Freund. GG! Puh, sind wir doch langsam drin, auch wenn die Maus ein bisschen rumspindelt. Oh, die war auch um einiges schlechter als ich. Gut, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Mut wieder. Tschüss. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss.